Guten Morgen, Leute. Noch eine Woche und dann sind endlich Ferien. Das bedeutet auch wieder Daily Vlogs. In Ferien werde ich Daily Vloggen, ja. Ich freue mich auch schon übelst drauf, weil ich das Daily Vloggen vermisst habe. Ich glaube, nach den Osterferien werde ich dann noch weiter Daily Vloggen, je nachdem, wie das ist. Vielleicht werde ich dann mal auch ein paar Tage aussitzen. Muss man dann halt immer gucken. Ja, aber es ist ultra geiles Wetter momentan bei uns. Heute, jetzt sind es schon um ungefähr 10 Uhr, 15 Grad. Gestern waren es 25 Grad. Richtig geil auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt erstmal einkaufen, weil heute Abend haben wir nämlich vor zu grillen und ich esse ja nicht viel Fleisch, deshalb ich esse vom Grill kein Nullfleisch. Der Freund meiner Mutter hat letztes Mal vom Lidl, glaube ich, so einen richtig geilen Grillkäse mitgebracht. Mal gucken, ob wir den jetzt wiederfinden. Deshalb würde ich mal sagen, geht's jetzt los einkaufen. So, die Sachen sind alle ausgepackt und ich habe mir auch noch bei Medica eine neue Sorte Innocent Smoothie gekauft. Wenn ich weiß, ich bin sehr der Smoothie-Fan, deshalb kein Product Placement und so, habe ich mir alles selber gekauft. Ich werde davon auch nicht unterstützt, weil das unterstellen mir immer viele, aber ich finde Innocent ist halt einfach nur eine leckere Smoothie-Marke. Auch wenn ich lieber eigene Smoothies mache, aber momentan gibt es halt noch nicht so viel Obst, was man reinmachen könnte, außer halt Äpfel und Orangen. Aber wir kaufen nicht so gerne Obst aus dem Ausland oder so spanische Erdbeeren. Aber wir essen jetzt erstmal Hot Dogs, haben wir auch gekauft und dabei trinke ich den Smoothie. So, ich habe jetzt gegessen, wie ihr gesehen habt. Ich muss irgendwie meine Vlogs anders gestalten, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Wir fahren jetzt eigentlich, hat sich wieder abgeschlossen. Er hat sich wieder abgeschlossen. Ja, wir fahren jetzt nach einem Bekleidungsgeschäft und da kaufen wir mir neue Hosen, weil meine Hosen haben schon überall Löcher und alles. Manchmal sehen Löcherhosen ja cool aus, wenn man die so an den Knien hat, aber die haben Löcher an anderen Stellen. Deshalb ist es echt mal Zeit für neue Hosen. Also wir haben echt richtig, richtig coole Hosen gefunden, aber jetzt stehen wir gerade an so einer Waschanlage mit unserem Auto. Und hier ist DRK, Ortsverein von unserer Stadt. Deshalb mich wundern, falls wir Rettungswagen im Hintergrund herfahren. Unser Auto ist einfach ultra dreckig, deshalb putzen wir das jetzt einfach mal. Ich bin nur richtig scheiße im Bild. Ich wollte immer mal mit putzen, aber meine Mutter war immer putzen, wenn ich Schule hatte. Aber ich glaube, da kann man ganz viele coole Aufnahmen machen, oder? Das sehen wir jetzt. Ich dachte mir, weil ich in letzter Zeit jedes Mal gefragt werde unter fast jedem Video, Marius, würdest du den Amazon Echo Dot nochmal kaufen und würdest du ihn mir empfehlen? Deshalb dachte ich mir, mache ich einfach mal noch ein kleines Fazit am Ende von diesem Video, weil es eh noch nicht so lang ist. Und vorab gesagt, ich würde ihn mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Warum? Das kommt jetzt. Der Tag bei uns fängt so an, das Ding, hier ist die Verpackung, steht bei uns unten im Wohnzimmer auf dem Regal. Und der Tag bei uns fängt so an, dass jeder, aber auch wirklich jeder bei uns unten reinkommt und Guten Morgen Alexa sagt. Wenn du dann aus Versehen mal ganz früh bist, unten der Erste bist, du das dann als Erstes sagst, Guten Morgen Alexa oder Alexa, Guten Morgen. Und dann dir das noch dreimal anhören muss, was die jedes Mal das Gleiche da, aber da kann das schon echt nerven. Aber dann im weiteren Verlauf, das Ding ist so ein Killer, echt. Auch zum Radio hören benutzen wir das, glaube ich, echt am meisten. Oder für Amazon Prime Music, da benutzen wir das so oft. Da übrigens eine Playlist erstellt, die ich am Ende des Videos einblende und vielleicht hier oben in der Infocard verlinke. Wenn das geht, weiß ich nicht. Da sind alle Amazon Echo Dot Videos drin. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch die gerne angucken. Sind sehr coole Videos dabei. Zum Radio hören, da wäre vielleicht dann auch noch das Große mit den besseren Lautsprechern besser. Aber mein Onkel, da habe ich auch ein Video zu gemacht, wie der das gemacht hat. Das war ganz raffiniert. Das hat jetzt einen richtig geilen Ton, aber der hat auch mit Amazon Echo Dot. Wie er das gemacht hat, das seht ihr in einem Video. Das ultimative Amazon Echo Setup. Auch ein sehr cooles Video, kann ich nur empfehlen. Wir machen damit auch sau viel mit Wecker oder zum Beispiel packe 10 Brötchen auf meine Einkaufsliste. Das ist so hilfreich, weil dann hast du das einfach direkt auf deinem Handy. Du bist halt einfach, weil sonst, ganz ehrlich, jeder normale Mensch, wenn er am Kühlschrank steht, sieht, wir haben keine Milch mehr, schreibt doch nicht direkt auf, wir brauchen Milch. Nein, jeder Hightech-Mensch sagt, Alexa, packe Milch auf die Einkaufsliste. Na gut, nicht jeder. Alexa, bei der Einkaufsliste, da versteht sie noch nicht richtig alles. Zum Beispiel, ich habe gesagt, packe Bieren, Obst und Schokolade auf die Einkaufsliste. Da hat sie dann irgendwie Bier gehen, Obst oder so. Nee, wir gehen Bier, hat sie dann daraus interpretiert. Das ist dann halt,
da muss sie halt noch ein bisschen überarbeitet werden. Aber es ist jetzt auch noch nicht so ein altes Produkt. Aber ich würde es mir zu 100% nochmal kaufen. Ich habe jetzt nicht alles angesprochen, weil es dann zu lang werden würde. Kann ich vielleicht nochmal ein separates Alexa-Video machen. Wollt ihr ein separates Alexa-Video? Dann lasst doch mal ein Like da. Genauso wie wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und hier ist jetzt die Playlist eingeblendet. Hier könnt ihr mich abonnieren. Haut rein und ciao.